Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen. Mobil TV 22. Mit über 100 Garagengeschichten haben wir in den letzten 12 Monaten donnerstags und sonntags zweimal in der Woche berichtet und werden weiterhin dieses für euch tun. Automobile, Oldtimer, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität. Und gerne würden wir auch über eure Garagenschätze die Geschichte dazu erfahren. Meldet euch auf www.tv22.tv und ich freue mich, bei euch diese Geschichte zu produzieren. Und du präsentierst ein wunderschönes Fahrzeug, das lassen wir uns dann später erklären von dir. Aber jetzt möchte ich Knut dir auch vorstellen. Knut, du hast lange Zeit auch die Lackierpistole in der Hand gehabt. Du hast lange Zeit dein Künstlerleben präsentiert und du warst einer der erfolgreichsten Designer Österreichs. Es ist jetzt wirklich lange her. Und zwar habe ich insgesamt 46 Jahre die Firma gehabt. Das ist schon einige Zeit. Und wir haben so ziemlich in dieser Zeit alles bemalt und alles angespritzt, was herumgestanden ist. Also wirklich vom Flugzeug über Hotelhallen, über Decken, was waren große Kraftwerke. Automobile natürlich, ist ganz klar. Wir haben sehr lange in der Formel 1 gearbeitet, Boote, also eigentlich alles. Was für eine tollen Geschichten, dass er da drauf gemacht hat. Wir haben da einen LKW vor der Türe stehen und die Firma Melmer bei uns in Tirol hat ihre Fahrzeuge weltweit präsentiert und sie wurden immer als die schönsten Fahrzeuge bewertet. Und auch ein spannendes Fahrzeug steht hinter uns. Das hat er selbst gebaut. Das ist ein eigenes Stück. Knut, jetzt musst du uns über das Fahrzeug erzählen. Das Fahrzeug selbst, also die Basis von dem Fahrzeug, war 51er Mercury. Und den haben wir genommen, dass wir mehr eine Karosserie haben. Das Thema bei der ganzen Geschichte war, wir wollten so einen komplett anderen Stil kreieren. Weil wir wollten jetzt wirklich noch einmal aufzeigen und sagen, was ist möglich zu machen bei den ganzen Custom-Shows, dass du nicht wieder magst einen in die Richtung Rockabilly und das, was man schon kennt. Jetzt haben wir gesagt, wir machen einen Space Racer. Wir machen ein Auto, was vielleicht ausschaut, wie wenn es aus einem Computerspiel kommen würde, wo du ein Cybergame hast und kannst da verschiedene Planeten, du kannst in verschiedenen Universen so Rennen fahren. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir sowas. Also, das Thema war Karosserie verändern komplett, Dach runter, tiefer machen, verbreitern, dass die Karosserie mehr ausschaut wie ein Rennfahrzeug, trotzdem dieses nostalgische Look behält mit Lufteinlässe, mit Aeros und das Ganze, was dazugehört. Was sehr wichtig war, dass eine Technik eingebaut wird, was eine Renntechnik ist. Und deswegen haben wir eben diese sehr, sehr exklusiven Achsen eingebaut, vorne und hinten. Und du weißt ja selbst, Dietmar, was wir in der Renntechnik schon alles verbaut haben, dass man schnell um die Kurven fahren kann, das haben wir verbaut. Dazu ein LS-Motor mit 600 PS, Aluminium, Vollaluminium, Trockensumpfschmierung, Renngetriebe dazu, Rennschnellschaltgetriebe dazu, braucht man ja alles. Alles Einzelradaufhängung, alles extra zum Einstellen, Druckzugstufe und natürlich die Optik selbst, innen wie ein Kampfflugzeug, Teile von der F-16 verwendet, aus Amerika bestellt und dann dieser wahnsinnige Lack oben, wo du sagen kannst, was ist das eigentlich? Ist es ein außerirdisches Metall, ist es nur ein Lack, das konnte man nicht sagen. Und das war eigentlich die Voraussetzung, dass wir sagen, wir wollen da auch ein Lack auf diese Außenhaut draufgehen, wo jeder sagt, wie haben die das gemacht? Das war eins der wichtigsten Sachen. Und das werde ich vielleicht später noch ein bisschen erklären, wie das passiert. Und das ist sensationell, wenn ihr euch die Farbgestaltung anschaut, die ist schon sensationell. Und dann gehen wir ins Detail und ich kann ein bisschen mitreden und ich weiß, wie viel Arbeit und wie schwer dass das ist. Ja, Knut, nicht nur, dass er eine geile Farbe hat, sondern der hat auch ein geiles Design. Also die Sachen, die was ihr da angefertigt habt, das ist ja auch nicht allein dieser Scheinwerferring. Das ist ja alles Arbeit ohne Ende. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, wie ich noch für die Formel 1 gearbeitet habe, die sich aerodynamisch auskennen. Und die habe ich ein bisschen ausgequetscht, haben wir natürlich wahnsinnig viel gemerkt und habe auch viele Sachen in das einfließen lassen. Wie kriege ich einen Unterdruck zusammen? Wie kann ich mehr Luft absaugen, wie er reinkommt? Wie baue ich das auf? Wo muss ich solche Flares machen, die die Luft wegsaugen? Wie kriege ich die Luft vom Unterboden weg? Deswegen geschlossene Bodenplatte. Wo mache ich die Lufteinlässe vorne, dass ich das ankühle, das anströme, das anströme? Du weißt, wie viele Sachen wichtig sind, wenn du schnell fahren willst, beziehungsweise wenn du was kühlen willst. Weil das Wichtigste ist ja, wenn du schnell fährst, dass du auch gut kühlst. Ne? Und jetzt haben wir solche Aero-Sachen eingebaut,
an die Hauben, wir haben direkt die Krümmer mitgekühlt, wir haben die Maschine extra gekühlt, die Ölkühler, die Automatikkühler. Wir haben unten ein Lamellen, geschlossene Bodenplatten gemacht mit Lamellen, die absaugen und hinten natürlich ein Diffusor, wie es gehört, ganz klar, gehört ja dazu. Wir haben sogar das Differential mitgekühlt. Also es war wirklich eine Aufgabe, wo du sagst, alle aerodynamischen Teile, was drauf sind, und alle Teile sind funktionell. Es gibt keine Teile drauf, die nur Zierde sind. Es ist funktionell. Es ist funktionell, aber leider, ich sehe das Fahrzeug nur immer auf Schoß stehen, sehe das Fahrzeug irgendwann einmal fahren auch? Ja, und zwar, großes Geheimnis, jetzt kann man es lüften, wir sind mit dem Fahrzeug jetzt unterwegs, Ende des Jahres nach USA. Wir haben in USA 4 Shows unterschrieben, deswegen bewegen wir das Fahrzeug kaum, weil wir müssen das Fahrzeug in einem perfekten Zustand haben. Du weißt, die Konkurrenz in Amerika, sehr schlimm, also ist nichts Lustiges. Und wir werden versuchen, dort auch zu gewinnen. Europa haben wir alles gewonnen, wirklich alles gewonnen. Und wenn wir in Amerika die Chance haben, irgendeine Show zu gewinnen, dann bist du natürlich unsterblich, ganz klar. Wir machen 4 Shows in Amerika, Los Angeles, Detroit Motorama, Chicago World of Wheels und Oklahoma, Hot Rod and Rock Show. Und nach dieser Show gibt es einen Einsatz und den werden wir wahrscheinlich machen, denke ich, bei einer Veranstaltung am Red Bull Ring. Und da wird der Dominik, nicht ich, der Sohn, wird dann zeigen, was der Mercurius GTC kann. Ja, und der Knut hat sich da was dabei gedacht, nach Amerika zu gehen, als Österreicher mit einem amerikanischen Modell. Bei der heißesten Konkurrenz, wo man gerade haben kann, ist Amerika für sowas. Knut, das Auto, das eine, der Knut Dieroch, das andere. Du bist seit einiger Zeit, hast deinen Sohn die Firma übergeben, du bist jetzt... Was machst du jetzt? Pension. Recht hat er. Was macht man in der Pension? Man macht in der Pension das, was man eigentlich immer gemacht hat, wenn es einem Spaß gemacht hat. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Ich fahre jetzt sehr viel zu Shows. Ich spiele mir herum ein bisschen mit technischen Feinheiten. Ich tue immer noch wieder verfeinern. Mache bei meinen eigenen Autos ein bisschen Schnick und Schnack. Aber der Sohn macht eigentlich alles. Ich selbst arbeite nur mehr für mich. Und es macht mir Spaß. Ich würde nie aufhören, das ist ganz klar. Weil wenn ich eine Idee habe zum Beispiel und denke, ich könnte das und das bauen, mache ich zumindest eine Zeichnung. Er macht eine Zeichnung. Aber wir wollen was anderes sehen. Wir wollen das Fahrzeug von innen sehen. Wir wollen den Motor sehen, damit wir auch mitreden können. Kann man da irgendwie hineinsehen? Kannst du uns das zeigen und ein bisschen erklären? Natürlich. Ich mache dir das jetzt einmal alles auf und du schaust dir das an. Das freut uns. Also nicht meinen, es lüftet hier ein Luftkühler, sondern das geht jetzt hier elektrisch auf, die Motorhaube. Also da sieht man schon, er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und der Knut ist ein Perfektionist. Ja, sensationell. Sensationell und jetzt schauen wir da rein und da sehen wir einen Wahnsinnsmotor. Nein, wir sehen keinen Wahnsinnsmotor, denn der ist komplett verbaut. Ein super tolles Ding. Und das lassen wir uns jetzt vom Knut mal ein bisschen genauer erklären. Warum wir so eine Verkleidung haben bei der ganzen Geschichte ist, wenn du zu den großen Shows fährst, hast du die härteste Konkurrenz, die es gibt. Ganz klar. Das heißt, einen reinen Motor herzuzeigen, so und das ist ein Motor und das war's, würde sowieso nicht gehen. Und du hast ja vorher das Thema gehört, Dietmar, es ist ein Cyber-Rennwagen, nicht? Also musst du irgendwas drinnen haben, was ein bisschen an so ein Computer-Game erinnert, also natürlich eine Plasmamaschine. Nicht? Ja. Was ist eine Plasmamaschine? Das sind Hochverdichter. Die gibt es natürlich noch nicht, aber optisch gibt es schon. Und wir haben schon eine drinnen. Darunter ist ein 6 Liter LS-Motor, Vollaluminium, wie schon gesagt. Und das Ganze hat Aeroteile drauf, dass er angeströmt wird, dass er kühlt. Und oben natürlich diese ganzen Trichter und diese Ansaugteile. Das ist natürlich sehr viel auch optische Sache, dass es ausschaut wie eine noch eine monstermäßige Maschine, nicht? Ganz klar. Und das komplette Fahrzeug ist jetzt mit einer Sicherheitstechnik wie einen Überrollbügel, wie im Vorderbereich. Also man sieht schon, ihr habt euch auch Gedanken gemacht, das Fahrzeug richtig zu versteifen. Das ganze Fahrzeug ist eigentlich gebaut wie ein Rennfahrzeug. Die Karosserie ist letztendlich drüber gelegt. Also die Silhouette. Ist eine Silhouette, aber eine fix montierte Silhouette. Das ist nicht jetzt irgendwie so ein Fetzenflieger, sondern es wurde natürlich die Motorhaube verstärkt. Die musste an einer Zentralwelle draufgebaut werden, dass sie auch aufgeht, wie damals in den alten 60er, 70er Jahren beim GT40. Ihr könnt euch erinnern, wo diese
ersten Rennfahrzeuge das erste Mal geklappt worden sind. Also das gehört schon ein bisschen zum Stil dazu. Und wichtig war natürlich, klar, auf jeden Teil, wo ein beweglicher Teil ist, eine Versteifung drauf zu machen. Denn alles, was sich zu viel bewegt, nimmt Energie weg. Und das wollte man nicht haben. Alles, was zu hoch ist, nimmt auch Energie und Aerodynamik weg. Und deswegen hast du das Dach nach unten gesetzt. Um wie viel Zentimeter? Das Dach wurde runtergesetzt um 23 Zentimeter zum Originaldach. Was mehr als ausreichend ist. Wichtig ist, die A-Säule wurde gelegt. Auch eine wichtige Geschichte. Jetzt von der Aerodynamik her, von der Arbeit her will ich es gar nicht erklären. Eine reine Katastrophe. Nicht? Säulen, bombierte Säulen zu legen, ist immer eine wahnsinnige, aufwendige Geschichte. Wir haben das alles aus Metall gemacht. Es gibt ja da auch Fotos, wo das rein metallisch hier dasteht, vor dem Lackieren, dass man sieht, dass das wirklich ein reiner metallischer Teil war. Aber es wurde alles so gemacht, dass es auch das Dach nach hinten abfallend gechoppt wurde, das ist der Fachausdruck dafür, weil dadurch hast du dieses Fließheck. Und dieses Fließheck ist ja nichts anderes wie diese Fastbacks von früher. Nicht? Und so ist es gebaut worden. Und die Heckscheibe ist eigentlich die Originalhöhe, nur wurde in das Fließheck hineingelegt. Also das kann man dann noch mal extra zeigen. Sensationell, wenn man das so sieht. Und natürlich, das Heck ist jetzt nicht gerade ein kurzes Heck, sondern ein Langheck. Genau. Das, was ja auch noch einmal eine Renngeschichte ist. Also Langhecks waren ja wegen der Stabilität von der Aerodynamik ganz wichtig. Und wir haben damals das Glück gehabt, auch wegen diesen ganzen Aerodynamikleuten, die uns ein bisschen Tipps gegeben haben, diese Lippe drauf zu bauen, dass wir da eine Abrisskante haben. Und das siehst du dann hinten. Und diese Abrisskante wurde in das Langheck mit hinein integriert, dass dort keine indifferenten Luftwirbelungen entstehen. Und ich finde das, was ich da so top finde, die Proportionen passen zu 100%. Also ob das der lange Radstand ist, das schöne Heck, die Motorhaube vorne, die Aerodynamik, der Seitenauspuff. Also es passt alles richtig zu 100%. Für mich ist es eine Geschichte, die ich als den goldenen Schnitt bezeichne. Es gibt bei allen Teilen, du weißt ja, Design ist immer so eine Sache. Also man könnte sagen, Hässlichkeit verkauft sich nicht. Kann das beste technische Teil sein. Du kannst einen schieren, sagen wir mal, einen schieren Mixer bauen für die Küche und die Frauen werden es nicht kaufen, obwohl die sagen, das ist der beste Mixer der Welt. Es muss ein bisschen auf eine Kleidung rundherum sein, dass er schön ausschaut. Wichtig bei solchen Sachen ist, dass du in der Bauzeit das Auto rausstellst, ganz wichtig, ins Freie, wo du Distanz hast und das Auto rundherum dir immer wieder anschaust und sagst, das gehört noch gemacht, was für eine Schräge zur Haube, warum die Verbreiterung so, warum der Heckteil so, warum soll das so abfahren. Sehr viel wird gemacht mit Schablonen, die noch angefertigt werden, aber ganz wichtig ist, es sollte rundherum so harmonisch sein, wenn du herumgehst, dass du sagst, da finde ich keine Stelle, was mir nicht gefällt. Und das war Voraussetzung. Das war Voraussetzung. Und jetzt lassen wir uns das Heck noch erklären. Da gehen wir jetzt nach hinten. Und der Knut zeigt uns das Heck, das, was ja auch sehr sensationell gebaut ist. Also die Abrisskante und dann hinten verschwindet der Spoiler im Heckteil. Jetzt hat man Ideen, wie man so ein Heck gestaltet. Also da sind ja so Feinheiten wie der Tankdeckel, wie der hintere, die hintere Abrisskante, also, und auch die Flügel, die anhängen, dass der Splitter nicht runterfällt. Also da habt ihr ja viele Gedanken gehabt, von woher kommen die? Ist das in deinem Kopf? Setzt du das dann um? Zeichnest du? Lässt du zeichnen? Oder ist das alles von dir? Also, es gibt sehr viele Sachen, die du von früher, von jetzt, von wo auch immer, Le Mans-Serien, kennst aus Rennserien. Natürlich, dieser zentrale Tankverschluss, du weißt es selbst, bist selber Vollprofi im Rennen gewesen, wir haben uns früher ja oft getroffen. Ein hängender Splitter ist jetzt wieder modern. Du hast das gesehen, auch bei den letzten Porsche. War eine Zeit lang nicht, wurde von unten gestützt. Ganz klar. Hängender Splitter, ganz eine tolle Geschichte. Ich habe das alles gezeichnet, wie es das alles selbst eingefallen, weil die Sache war ja, wenn du von der Seite drauf schaust, zum Beispiel auf das Heck, vielleicht kannst du das dann später nochmal so filmen, dann wirst du sehen, dass die Splitterteile, die den Splitter halten, genau die gleiche Pumpierung haben wie die Seitenflügel. Und auch die Kante drinnen. Das sind ganz wichtige Sachen. Er muss auch innen reingehen. Und der Heckflügel, wenn du den anschaust von der Seite, der ist sogar mit pumpiert. Gerade hat er nicht gut ausgeschaut. Das sind lauter Sachen, nur Kleinigkeiten, aber eben oben viel Arbeit. Ganz genau. Es ist hinten ein Licht drinnen, das kann man noch filmen, das siehst du, es ist im Heckflügel ein Licht drinnen. Und das sind diese Details, was ausmacht. Dieses Dach hier hat sich nur ergeben, weil wir gesagt haben, wir sind das so weit runtergefahren, die Heckscheibe war original so. Na klar, das sind die 20 cm, die ist senkrecht gestanden. Und wir haben gesagt, aber die behalten wir, weil das cool ausschaut, aber wir legen sie.
Jetzt haben wir die Heckscheibe gelegt, ausgelöst, in das Dach mit eingebaut. Den hinteren Teil mussten wir verlängern, weil wir ja den Tankverschluss mit dem Schnellverschluss drauf gebaut haben. Cobra, kennt man, GT40 Cobra, genau. Der Klassiker, musste drauf sein. Und dann haben wir müssen den Kofferraum zusätzlich noch einmal umarbeiten und ausschneiden, weil er nicht aufgegangen ist. Ist ja ganz klar, weil der Tankverschluss vorsteht. Also es sind so viele Kleinigkeiten, die in ihr Land greifen. Aber von der Idee her musst du ein Konzept haben, du musst es zeichnen und dann geht es los auf frei, irgendwas zu machen. Das kannst du vergessen bei sowas. Das geht nicht. Zwischenfrage. Jetzt haben wir viel gehört. Wie viel Zeit haben wir gebraucht? Die gesamte Bauzeit für das Auto waren 2 Jahre. Und gezeichnet, es waren ungefähr 1,5 Monate. Also 2 Jahre und 2 Monate, kannst du sagen, im Schnitt. Dann haben wir es fertig gehabt. Hätte ich viel länger gedacht, also Hut ab. Was gibt es da sonst noch zu erzählen? Hinterachse zum Beispiel, Differential, Aufhängung, Einzelradaufhängung oder? Alles Einzelradaufhängung. Du hast sicher die Möglichkeit, da nochmal reinzufilmen. Geschlossene Bodenplatten mit Aeroteile drinnen, Heckdiffuser eingebaut, eigene Kühlungssysteme. Du wirst von hinten sehen, es ist eine ganz aufwendige Achse, ist eine Allemau-Achse, was reingebaut worden ist. Hat die Firma Kugel Components gebaut in Kalifornien. Haben uns das dann rübergeschickt. Zum Beispiel hinten, wo du siehst, diesen Harley-Tank, der Abdeckung ist, da ist die Elektronik drinnen. Und das sind lauter so Sachen. Also es gibt viele kleine Schnickschnacks. Muss da vorne reinfilmen, du siehst die ganzen Schalter, das ist alles F-16 Kampfflugzeug, die Sitze, Lexaboard, wo du die Knie drauflegen kannst, dass sie nicht herumfliegen. Das sind lauter so kleine Details, was bedacht worden sind. Man sitzt da sehr, sehr gut drinnen mit diesem ganzen Käfig. Diese Kopfstützen zum Beispiel integriert am Käfig, kann man alles zeigen, diese Details. Sehr, sehr viele Details. Und sehr aufwendige Details, ja. Knut, ich kann dir nur gratulieren für dieses wunderschöne Exemplar, einzigartig auf der Welt. Und da freuen wir uns schon, wenn du nach Amerika gehst und vielleicht kriegen die da drüben solche lange Gesichter und du bringst den Pokal nach Europa. Herzlichen Dank, Dietmar. Und ich hoffe, es ist so, wie du das vorausgesagt hast. Du weißt, wir essen diese ganzen Sachen erst, wenn wir sie gefangen haben. Aber schauen wir mal, es wird schon gelingen. Schauen wir mal. Wie gesagt, er hat sich bestimmt Gedanken gemacht, nach Amerika zu gehen, in ein Haifischbecken. Alles Gute, Knut, hat mich gefreut. Alles Gute. Danke vielmals, dass du Danke. Da bist. Danke, alles Gute. Danke. Und gerne würden wir auch über eure Garagenschätze die Geschichte dazu erfahren. Meldet euch auf www.tv22.tv und ich freue mich, bei euch diese Geschichte zu produzieren. Diesen Bericht präsentierte euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpen von Speck, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen.